Karolina hat sehr wichtige Frage gestellt. Sie hat gefragt, wie wird dieser Pavillon jetzt genutzt? Svetlana hat erinnert, dass nach der Montreal-Ausstellung dieser Pavillon wurde im Laufe von 10 Jahren wiedergebaut. Heißt nicht gleich. Und dann hier wurden die zeitliche kurze Ausstellungen durchgeführt. Und dann, jetzt ist hier ein Plan, wieder ein Konzertsaal aufzubauen. Danke, liebe Freunde. Jetzt gehen wir weiter mit Svetlana mit perfekter Apparatur, um einen Höhepunkt der sozialrealistischen Kunst der Welt sozusagen zu sehen und wieder zu erleben.